Meine erste Bühnenerfahrung war, als ich 5 Jahre alt war, bei meinen Großeltern auf Sylt. Da wurde ein Kindertheaterstück Räuber Hotzenplotz aufgeführt und ich wurde auf die Bühne gerufen, habe einen Sack über den Kopf gestülpt bekommen und daraufhin bin ich einfach nur noch schreiend von der Bühne gelaufen. Was mich am meisten reizt eigentlich an der Schauspielerei, ist, dass ich mich selber immer wieder neu entdecke und ich Gefühle entwickeln kann, die sich anfühlen, als wären es meine, aber im Endeffekt, die in mir entstehen, aber zu einem anderen Charakter gehören. Ich jetzt persönlich war früher für meine Mitmenschen wie ein offenes Buch eigentlich und das hat mir halt auch diese Offenheit, die ich habe, gibt mir, glaube ich, auch die Möglichkeit, dass ich mich so intensiv selbst erleben kann in verschiedenen Rollen, in verschiedenen Charakteren. Ich persönlich habe durch die Schauspielerei die Möglichkeit, meine eigene Kreativität zu erleben. Eine Traumrolle. Ich würde schon gerne so wildes Lebensstyle irgendwie mal machen, so 70er Jahre irgendwas in die Richtung und wo ich mich als Rieke in die Rolle halt unheimlich gut reinbringen kann und ich bin ein sehr bunter Mensch, ich bin ein sehr lebensfroher, optimistischer und positiver Mensch und ich glaube, das ist auch das, was die Menschen am meisten an mir schätzen. Möchtest du mich kennenlernen?